Stadtwald TV wird Ihnen präsentiert von Intermedia Heidelberg. Ja, herzlich willkommen zu unserer Spieltagspressekonferenz vor der Partie am Sonntag gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Derzeit einen Tabellenplatz vor dem SV Sandhausen platziert und vor allen Dingen der Rückrunde mit einer sehr guten Bilanz, also ein sehr schwerer Gegner. Das sieht bestimmt auch unser Trainer so, den ich ganz herzlich begrüße, Kenan Kocak. Und wir beginnen, wie Sie das gewohnt sind und gerne, mit Ihren Fragen. Bitte schön. Ja, Herr Kocak, wie fällt denn auch mit ein paar Tagen Abstand das Fazit zum Heim-Heimspiel aus? Ja, wieder eigentlich genauso wie die letzten Wochen, dass wir eigentlich uns um den verdienten Lohn mehr oder weniger gebracht haben. Wir haben in Heidenheim in der ersten Halbzeit einen richtig tollen Ball gespielt, auch denke ich verdient. 2-0 geführt und dann mit dem Pausenpfiff natürlich ungünstiger Zeitpunkt, dass wir da diese 1-2 durch eine Standardsituation zum wiederholten Mal einen Anschlusstreffer kriegen und das dann eben halt leider natürlich mit dem psychischen Vorteil in die Kabine reingeht im Gegensatz zu uns und dann kommen wir raus, haben es trotzdem gewehrt und dann durch so einen einfachen Elfmeter nach einem Einwurf Elfmetersituation das Spiel zum 2-2 wird. Natürlich ärgerlich gewesen für uns, aber wir haben auch, denke ich, viele Spiele gesehen, wo man eigentlich auch dann solche Spiele hätten verlieren können. Und insofern müssen wir das Positive aus dem Spiel mitnehmen. Und ich denke, die Jungs haben es über weite Strecken ganz gut gemacht in Heidenheim. Spürt man das in der Mannschaft, dass die Mannschaft sich jetzt häufiger um den verdienten Lohn gebracht hat, dass da vielleicht ein kleiner Knacks weg ist? Na, die Jungs, wir beschäftigen uns nur mit dem Inhalt des Spiels und da sind wir sehr selbstkritisch und da tun wir die Sachen auch genau ein bisschen analysieren und das haben wir in den letzten Wochen auch gemacht, jetzt am Wochenende auch und die Jungs wissen ja auch, wozu sie fähig sind, was sie leisten können und dementsprechend werden wir weiterhin täglich an uns arbeiten und hoffen, dass uns irgendwann das Spielglück wieder gut zur Seite steht. Wird denn Dennis Linzmeier am Sonntag zur Verfügung stehen? Ja, da die ärztliche oder die medizinische Abteilung arbeitet mit Hochdruck dran, dass wir ihn eventuell bis Sonntag wieder fit kriegen. Was hat er denn genau? Er hat einen Schlag abbekommen am Knöchel und daraus ist eine Entzündung entstanden und da muss man einfach abwarten. Sie haben Jakub Kosecki aufgestellt, der sich gleich belohnt hat mit einem frühen Tor. Konnte er Pluspunkte sammeln in Ihren Augen? Ich denke, er hat ein fantastisches Spiel abgeliefert, hat seine Aufstellung total gerechtfertigt und ich finde, das war eine Bestätigung davon, wie er die letzten 10 Tage trainiert hat und das hat man im Training schon gesehen, dass er brennt, er hat eine ganz andere Körpersprache drauf gehabt und insofern freut es mich, dass er das auch am Sonntag auf dem Platz zeigen konnte und es freut mich sehr für ihn, dass er nach einer langen Zeit wieder so ein tolles Spiel abliefern konnte. Wer die Erwartungen nicht ganz erfüllt hat, war Lead Pagarada, den Sie auch früh ausgewechselt haben in der 53. Minute. Wo hakt es im Moment bei ihm? Es gibt manchmal Tage, da klappt nichts. Es gibt Tage, da hat man, denke ich, einen schlechten Tag. Und Packer hat eben halt am Wochenende keinen guten Tag gehabt. Das sagt aber nichts generell über seine Qualität. Und das kann jedem mal vorkommen. Mir auch. Vom Trainerteam. Wir können auch mal einen schlechten Tag haben und insofern sollten wir uns jetzt auch nicht alle so sehr auf den Packer einschießen. Das gehört dazu. Als Mannschaft muss man auch solche Ausfälle verkraften können und uns nicht immer hinter einzelne Spieler verstecken. Und der Packer wird mit Sicherheit aus der Situation lernen und gestärkt da rauskommen. Davon bin ich absolut überzeugt. Aber es war ja auch so, dass Sie in den letzten Wochen häufiger auf ihn verzichtet haben aus sportlichen Gründen, wie Sie selbst gesagt haben. Ja, es geben ja Gründe, warum wir den einen oder anderen aufstellen und warum wir den einen oder anderen vielleicht auch nicht aufstellen. Das ist ja, ich würfel die Sachen ja nicht wieder zu Hause aus und also jetzt würfel ich mal den und der spielt und dann spielt der. Das ist, wir machen uns schon Gedanken und die Spieler müssen da eben halt auch liefern. Und es hängt natürlich mit zwei Faktoren generell sehr eng zusammen. A, die eigene Form momentan von jedem Einzelnen und zweitens natürlich auch, gegen wen spielen wir, was passt da besser vom Spielertyp und dementsprechend entscheiden wir uns eben halt immer für eine Formation.
Hat Andrew Wooten seine Achillessehnenprobleme auskuriert? Ja, Andrew Wooten trainiert wieder voll mit und steht auch am Wochenende zur Verfügung. Sieht es mit Kiste aus und Koseki, der wurde ja auch ausgewechselt. Beide einsatzfähig, beide voll im Training. Bei Kiste habt ihr aber länger befürchtet, dass er länger ausfällt, ne? Ja, die Befürchtung war eigentlich länger, aber umso erfreulicher ist es, dass er jetzt zurückgekehrt ist und muss man abwarten, wie er jetzt auf die Belastung reagiert. Greuther Fürth spielt eine ganz gute Rückrunde bisher, hat zuletzt das Derby gewonnen. Was zeichnet die Mannschaft denn aus? Ja, ich denke, in erster Linie mal muss man das ein bisschen zurückführen vielleicht auch. Ich denke, dass sie im Sommer unter dem damaligen Trainer noch Stefan Rudenbeck und der sportlichen Leitung Yildirim eine sehr, sehr gute Mannschaft zusammengestellt haben. Die Mannschaft verfügt über wahnsinnige Qualität. Und dann hatten sie eben halt diesen Trainerwechsel zum Janosz Radoki, der die Sache natürlich auch sehr ausgezeichnet bis jetzt ausübt. Und sie spielen aber einen Tick anders da wie noch zuvor in der Hinrunde. Und eine Mannschaft, die in letzter Zeit die Dreierkette gespielt hat und gepaart mit der Qualität, was sie in ihren eigenen Reihen haben. Und dadurch kommt eben halt ein Mix zustande, was sie momentan sehr unberechenbar macht. Und das sieht man auch an den Ergebnissen. Und die kommen auch nicht von ungefähr. Und deswegen überrascht mich es auch eigentlich nicht, dass diese Mannschaft jetzt langsam ihren Lauf bekommt, weil sie eben halt schon eine wahnsinnige Qualität haben, die auch eigentlich von dem einen oder anderen Trainer vor der Runde als Geheimfavorit gehandelt worden sind. Das darf man auch nicht vergessen. Und insofern wissen wir, dass auf uns eine sehr, sehr schwere Arbeit zukommt, dass wir auf eine sehr, sehr gute Mannschaft treffen. Aber dennoch haben wir ein Heimspiel und wir wollen das Spiel gewinnen. Wir sind sehr heiß darauf und insofern werden wir uns auch so versuchen, bestmöglich darauf vorzubereiten und die drei Punkte bei uns hier im Stadion für uns zu lassen. Sie haben die Standardprobleme angesprochen. Sie haben zwischendurch zwischen Raumaufteilung und Manndeckung variiert. Wo sehen Sie die Vor- und Nachteile jetzt auch in Bezug auf das Fürth-Spiel? Gibt es da auch wieder Variationen? Erstmal hoffe ich, dass Sie gar nicht so weit kommen. Das werden wir wahrscheinlich auch nicht schaffen in den 90 Minuten. Ja, das ist eine Sache, die wir dringend schnellstens abstellen müssen. Aber das ist ja auch nicht unbedingt das Problem von Raum oder von Manndeckung, sondern ist eigentlich ein Problem von jedem einzelnen Spieler in dem Moment. Weil wir können 365 Tage lang jeden Tag und jede Stunde und jede Minute Eckbälle und Standards trainieren. Wenn aber in dem Moment, wo die Aktion ist, die Konzentration vielleicht fehlt oder der Wille fehlt bei dem einzelnen Spieler und der verpasst genau den Moment, wo der Gegenspieler sich löst und er kann dann frei einköpfen, wie jetzt am Wochenende gegen Heidenheim der Fall war, dann brauchen wir auch gar nicht trainieren, weil dann hat man eigentlich wenig Mittel dagegen. Und dann im Raum ist genauso. Wenn die können auch trainieren im Raum, aber wenn man in dem Moment, wo die Aktion ist, das heißt bei den Standards, dann der Spieler seinen Raum nicht beherrscht und der Spieler den Raum nicht zu seinem eigenen Wohnzimmer erklärt, mehr oder weniger, dann hat man auch ein Problem. Deswegen müssen wir uns alle in der Mannschaft, jeder Spieler, genau wissen, dass wir auch da sind, wenn es drauf ankommt. Und wir sind momentan anfällig durch die Standardsituationen, das wissen wir. Wir haben die meisten Gegentreffer durch Standardsituationen bekommen. Wir werden weiterhin trainieren, an unsere Konzentrationsfähigkeit trainieren, an unserem Willen trainieren, an unsere Positionierung trainieren. Und hoffen natürlich, dass wir das dann auch abstellen. Als ich dem Team Knipping der Ball so ein bisschen ungeschickt an die Hand gesprungen in Kaiserslautern, war auch so ein bisschen ungeschickter Rückpass. Haben Sie da mal ein Gespräch mit ihm gehabt? Muss man den wieder aufbauen oder steckt der das so weg? Schon auch noch ein junger Spieler. Wie behandeln Sie das? Ja, im Leben gibt es manchmal Phasen, wo es gut läuft. Ich denke, es ist bei euch nicht anders. Oder? Und dann gibt es manchmal im Leben Phasen, wo es vielleicht mal nicht so gut läuft. Und Knipser macht eigentlich vom Inhalt des Spiels viele Sachen richtig gut, aber er hatte eben halt auch Pech, dass er in entscheidenden Situationen diese Fehler gemacht hat.
wichtig ist, auch für ihn, wenn er im Profifußball bleiben will und den nächsten Schritt gehen will, dann muss er eben halt auch diese negativen Erlebnissen, die vielleicht in dem Moment sehr schmerzlich sind, nicht nur für ihn, auch für mich als Trainer, aber er muss daraus einfach die Lehren ziehen und, nicht in Hektik verfallen oder nicht in Selbstzweifel verfallen. Das gehört einfach dazu, weil wenn man, denke ich, von der A-Klasse bis in die Champions League uns Spiele anschauen und die Tore anschauen, da sehen wir auch zig Fehler. Da haben wir auch gestern beim spektakulären FC Barcelona gesehen, gegen Paris Saint-Germain, 6 Tore, die kommen auch nicht von ungefähr. Da passieren ja auch Fehler. Und nur wichtig ist, dass eben der Spieler Knipser und alle anderen Spieler auch aus ihren Fehlern lernen und es versuchen, in den nächsten Wochen besser zu machen. Natürlich führen wir da Gespräche, aber wir tun jetzt nicht einen an den Pranger stellen und machen Erfolgserlebnisse oder auch Misserfolge nur von dem einen Spiel abhängig. Wir gewinnen gemeinsam, verlieren gemeinsam und wir werden alle gemeinsam den Knipser unterstützen, dass er wieder eine gute Phase haben wird und ich denke auch in Zukunft für Sandhausen ein wichtiger Spieler sein wird. Bei dem Personal vielleicht noch Toni Pledel angeschlagen. Muss man abwarten, inwieweit. Ja, er hat eine muskuläre Geschichte am Hüftbeuger und kann nicht momentan trainieren. Und da muss man einfach abwarten, inwieweit es. Er hat auch schon mit Schmerzen in Heidenheim gespielt und insoweit müssen wir abwarten, wie es bis Sonntag reicht. Und der Lukasik ist ja auch gelb-rot gesperrt. Max Janssen, José Wungüdiger ist ja sowieso bekannt. Wer wäre so der erste Vertreter auf dem rechten Flügel? Klaus Weber vielleicht. Oder abraten davon. Nicht, geht nicht. Halbzeit auch nicht. Schau mal, Moritz Kuhn könnte eine Alternative sein. Manuel Stifler könnte eine Alternative sein. Aber auch vielleicht Andrew Wooten. Wenn er so weit her ist. Also wir haben Optionen und die werden wir prüfen, falls beim Toni es nicht reichen wird. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann vielen Dank für Ihr Kommen, vielen Dank an unseren Trainer und wir freuen uns auf den Sonntag und das Spiel gegen Greuther Fürth. Dankeschön. Hartwall TV wurde Ihnen präsentiert von Intermedia Heidelberg.